Hallo, liebe Leute, der bombastischen Unterhaltung und des Amüsements von Amüsierterblätter.de. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe für euch was ganz Neues, und zwar FIFA 15 Demo für den PC. Ich werde euch auch noch die FIFA 15 Demo von der PS4 morgen zeigen, wenn es dann rausgekommen ist. Die PC-Demo kam ein bisschen verspätet heute. Hat auch zu Flame in verschiedenen diversen sozialen Medien geführt, den ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Ob man nun eine Stunde länger drauf warten muss oder nicht, kommt vielleicht vom Alter her, dass man da sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es da. Wir können es euch jetzt auch zeigen. Ich mache ein Spiel, und zwar das erste Spiel, was man macht, wenn man in diese Demo reinkommt, ist ein Spiel zwischen Liverpool und Manchester City. Und ich werde jetzt dieses Spiel einfach mal weiterspielen bzw. starten und euch so ein bisschen die Einblicke geben aus FIFA 15 PC. Und ich habe schon ein bisschen gespielt vorher, habe mich schon mal eingespielt, sodass wir dann auch ein bisschen dazu was erklären können. So, wir sind Liverpool. Wie man It's unschwer erkennen kann. Liverpool against Manchester City. What a big day. The league title could be won here today. Stay glued to your screen. This could be dramatic for the home fans. Let's head straight off to Anfield, shall we? Magnificent day on Merseyside. The sun beating down. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Das ist so ein bisschen die neue Stadionatmosphäre, die ihr jetzt im Hintergrund hört. This is the Liverpool side. Simon Mignolet starts in goal. Martin Skrtel starts alongside Daniel Agger in the heart of the defence. In attack, Daniel Sturridge partners up front with Ricky Lambert. Ich werde mal ganz kurz die Fangesänge auch ein bisschen leiser machen. Ich habe schon die anderen Sachen ein bisschen leiser gemacht. Die sind ja schon ordentlich laut hier. Well, this is it. The last game. Okay, wir werden auf jeden Fall doch noch ein bisschen hier dran schrauben müssen, sonst habt ihr gleich extrem viel Blabla dazwischen. Das wollen wir nicht. Ihr sollt nämlich ja auch ein bisschen hören können. So, also was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass die Bewegungen um einiges doch angepasst wurden und realistischer erscheinen. Ich habe jetzt unheimliche Frame-Einbrüche, das liegt aber zum Teil auch daran, dass jetzt Fraps im Hintergrund mitläuft, das soll uns nicht stören. Und wie man sieht, diese Raseneffekte sind ja jetzt auch neu, ist das ein Feature? Oh. Alter Falter. Dass man jetzt hier sich hat er sich jetzt hingelegt. Hier sieht man jetzt nichts am Rasen, aber sonst, wenn man sich irgendwie mal grätscht und so weiter, dann werden da schon sehr reelle Schäden in dem Rasen gezeigt. Das war eng. Kopfbälle führen nicht mehr so viel zum Erfolg wie vorher. Jetzt hier war es jetzt kein so gutes Beispiel. Was mir so ein bisschen auffällt, sind die Kanten. Die finde ich sind schon noch sehr, sehr arg vorhanden. Ich persönlich finde es jetzt auf den höchsten Detailstufen nicht die Schönheit, wie ich es mir versprochen hätte. Da fand ich FIFA 14 für die Konsole schon ein bisschen besser aussehend. Aber hier sieht man jetzt auch so ein bisschen diese neuen Bewegungen und auch dieses mit Außenriss Pässe geben und so weiter. Das haben sie hier nochmal ein bisschen verfeinert. Das wirkt alles ein bisschen realistischer und auch ein bisschen nachvollziehbarer. Diese ganzen Bewegungen, dieser ganze Bewegungsapparat wirkt für mich sehr nachvollziehbar. Jetzt fallen die hier auch bei Fouls. Meiner Meinung nach ein bisschen realistischer. So, jetzt habe ich die Kommentatoren ganz ausgeblendet. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Nehmen wir es hier ruhig mal wieder ein bisschen mit rein. Jetzt haben wir meine Spieler angemacht. Ah, ich renne weg. Das ist einfach die. Boah. Ein schöner Spielzug und da hinten ist auch noch einer rangerauscht. Das hat man gesehen, das sah schon ganz gut aus.
Okay, das ist nichts geworden. Man hat eine kleine Reservebank, die man jetzt auch mit abgebildet hat bei Ein- und Auswechslung. Hier sieht man es auch immer so ein bisschen, diese Kanten an den Kopf und an den Kanten an den Trikots. Das sieht alles noch nicht sauber aus. Gut, kann jetzt sein, dass es eben noch nicht die fertige Spielgrafik ist, weil es eben demomäßig noch ist. Da läuft ja die neue Ignite Engine mit drauf, die es jetzt bei der PS4 vorher gab. Aber ich finde es halt für eine Demo, das ist halt so der erste Eindruck, den man ja kriegt, und den finde ich jetzt nicht so positiv. Oh, ich bin dran. Und was einem auffällt, sind gleich die Bewegungen und der Torwarte, die sie ja auch extrem verbessert haben. Hier dieses Passspiel, das fand ich super, das ist Zucker. Und oh. Hier sieht man es auch wieder. Leichte Verzerrung. Der Rasen sieht gut aus, muss ich sagen. Spieler hat ja auch schön durchgelassen, als ich den Pass gespielt habe. Ich fand's gut. Hier sieht man es auch wieder. Das wirkt halt alles wirklich noch sehr, sehr komisch. Es gibt wie eine Aura um die Spieler rum. Das wabert so ein bisschen wie bei einer Fata Morgana. Ich bin mal gespannt, wie es morgen auf der PS4 aussieht, weil ich finde wirklich, FIFA 14 auf der PS4 sah schon viel besser aus als das jetzt. Aber ja, es ist immer nur noch eine Demo und man muss dann einfach mal gucken. So, ich habe mich ein bisschen eingespielt, das merkt man. Ich bin ein bisschen fitter hier. Ja, so einfach ist es jetzt mit den Torwarten nicht mehr. Das habe ich auch gemerkt. Die Torwarte reagieren sehr gut und auch hier sehr nachvollziehbar. Auch bei Schüssen, die reingehen, hat man nicht das Gefühl, dass der Torwart untätig auf der Stelle stehen blieb. Oh, ich versuche mal eine Grätsche anzusetzen, weil die ja dann hoffentlich rüberfällt. Was aber eher nicht so der Fall ist, wie es aussieht. Hier habe ich ihn jetzt weggetreten. Das gibt jetzt wahrscheinlich auch nochmal was. Na, oder auch nicht. Da schreibt sich irgendwas auf. Oh, er misst. Oh. Schön, schön, schön. Er misst den Abstand. Fehlt nur noch, dass er irgendwas aufsprüht. Oh. Da kam ein Torwart raus. Hatte sich wohl gedacht, das passt so. So, und jetzt raus. Raus, raus, raus. Oh, wow, 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 was ein Zuckerpass. Was ein Zuckerpass. Oh, oh. Und. Das war ein Torwartfehler, nach vorne abklatschen lassen. Und da kam ich auch noch gut ran. Also ich finde, jetzt sah der Torwart hier nicht so gut aus. Das hat jetzt, aber hat man auch gesehen, da ist eine Furche jetzt in den Rasen reingerissen worden. Ja klar, da fliegt jetzt auch Rasen. Hier hat man es auch nochmal gesehen, da war so eine kleine Aura um den Ball drumherum. Ja, ja, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wobei ich finde, FIFA muss auch für mich auch mit der neuen Engine, wenn man schon sagt, das ist Next Gen, muss das für mich auch was fürs Auge sein. Ich finde jetzt nur auf neuen Features rumzureiten, kann es ja auch nicht sein. Was mir wirklich sehr gut gefällt, ist die Ballannahme, dieses Ballhandling. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Die Werbung ist sehr interessant gestaltet, diese Technik, die jetzt da läuft mit Twitter. Twitter-Werbung, YouTube-Werbung ist mit dabei. Das hat mich aber vernascht. Oh. Ein schöner Spielzug. Und das kurz vor der Pause. Psychologisch wertvoll, sagt man dazu ja immer. Die Trikots sollen sich auch ein bisschen besser bewegen. Ich finde, es gibt jetzt hier immer nur zwei Unterschiede, nämlich glatt und nicht so ganz glatt. Das wechselt sich die Textur einfach ab zwischen glatt und nicht so glatt. Sieht man hier jetzt auch, das Wechsel switcht halt immer hin und her. Das hätte ich mir noch ein bisschen dynamischer vorgestellt, aber auch hier, wie gesagt, alles Demo. Schöne Ballannahme hier.
Das fand ich, wie gesagt, das ist sehr gut. Die Pässe, dieses Antizipieren der Spieler, finde ich persönlich ganz nett. Haben sie im Gegensatz zu FIFA 14 noch ein bisschen ausgeweitet. Boah. Insgesamt mit der Physik gefällt mir das schon sehr gut. Was mir aufgefallen ist, die Zeit wird verlangsamt bei Standards, das heißt, da rennt die Zeit nicht mehr so furchtbar. Sondern sie läuft langsam weiter, ganz, ganz langsam, sodass da nicht viel Zeit verloren geht, wenn man mal eine Ecke hat oder einen Freistoß und die sich erstmal noch sammeln müssen. Sondern da läuft die Zeit langsamer und man hat mehr Zeit fürs eigentliche Spiel. Das ist sehr gut, das gefällt mir auch ganz gut. Ja, eins muss ich sie doch noch runter machen. Die quatschen mir doch noch ein bisschen viel rein. So, wir reach halftime. 2-1 the score with Liverpool leading. Let's take a look back at the highlights from that first half. Sollen wir auf 2 lassen? Müsste das besser funktionieren? Ach komm schon. Hat er sich verstolpert? Jetzt kriege ich auch dafür eine Karte. Boah, oder auch nicht. Ich kriege eine Verwarnung. Die Schiedsrichter haben jetzt Headsets, sichtbare Headsets. Auch die Linienrichter, sieht man das? Boah, das sah schon brutal aus. Die Rasenabnutzung ist jetzt auch zu sehen. Und wie gesagt, mir sind eigentlich realistische Rasenabnutzungen aufgefallen. Also da, wo drum gebolzt wurde um den Ball, da gab es das auch. Hier, diese Annahme, die ist viel flüssiger, finde ich, als die noch in FIFA 14. Das gefällt mir so ganz gut. Boah. Und hier diese Streckparade, da sieht man auch, dass sie an den Animationen von den Torwarten gearbeitet haben. Oh, komm schon. Ja, es war ein leichter Ball. Die zeigen auch an, die Spieler, wohin sie den Ball gerne hätten oder haben wollen. Oder geben auch Tipps. Oh. Aus der Ferne erzielt man eben nicht mehr so leicht ein Tor, wie noch in FIFA 14. Oh. Da habe ich mich auskontern lassen. Jetzt versuche ich mal, die offensive Variante zu wählen. Die Kommentatoren gehen auch darauf ein und sagen einen, auch wenn die Gegner eine veränderte Formation nimmt. Oh. Schade. Oh. Also die ganze Antizipation der Spieler. Jetzt bebt das Stadion, deswegen wackelt das so. Also die ganze Antizipation der Spieler, dass sie in freie Räume laufen, dass sie die Bälle gut annehmen, das sieht gut aus. Hier war der Torwart chancenlos, hier hat man sich aber auch der Verteidiger ordentlich vernaschen lassen. Also das sieht schon ganz nett aus, finde ich. Die Zuschauer, so wie ich sie mir jetzt vorgestellt hatte, weil als sie die Atmosphäre angekündigt haben, hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen derzeit. Also die Reaktionen sind schon passend. Das heißt, sie gehen auch hoch, wenn eine Chance kommt und jubeln dann auch, wenn es richtig ein Tor gefallen ist. Aber, hätte mir noch ein bisschen mehr einfach erwartet. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen zu hohe Erwartungen, als ich die Anfangsdinger gesehen habe. Aber ich dachte mir halt, okay. Oh, abseits. Ja. Hier sieht man auch wieder die Kanten, ne? Und ich schwöre euch, ich habe hoch eingestellt.
Vincent Kompany, Captain Belgium to the quarterfinals of the 2014 World Cup. Oh, 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 oh. Zack, zwischengesprungen, hat aber nichts gebracht. Wobei wir haben den Ball. Boah, und die stürmen auch richtig. Also man merkt hier schon, dass da eine Veränderung stattfand. Was die Spieler betrifft und wie sie auch interagieren. Sie schlagen die Bälle auch hinten raus, wenn sie merken, okay, es wird bremslich. Hier sind sie auch ganz weit vorne und anfällig für Konter. Und da ist es, 4-2. Die Kulisse, die Soundkulisse, die passt, die finde ich okay. War bei FIFA 14 nicht viel anders. Da sieht man jetzt, wenn er einen Schuss hier setzt. Oh ne, da war vorher schon ein Riss drin im Rasen. Okay, ich dachte, er wäre jetzt dadurch gekommen. Ich hätte bei den Zuschauern noch so ein bisschen mehr, es klingt zwar nach Freude, aber es klingt nicht nach Euphorie. Da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mit Pep hintergewünscht. Wer ja schon mal selber ins Stadion gegangen ist, der weiß, was ich meine. Jetzt sieht man auch dieser bedingungslose Angriff, den die hier wählen. Ja, das ist Sturm, Sturm, Sturm. Uff. Die drücken jetzt, das merkt man. Also die haben auch eine sehr, sehr offensive Ausrichtung gewählt. Okay, jetzt waren keine Spieler mehr da. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Aber ist nicht das Problem, ist ja jetzt. Jetzt sind ja wieder alle da. Raus, 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 alle raus. Ah, jetzt habe ich ihn verstolpert. Zack. Wir spielen auch raus. Warum kann ich da den bestimmten Spieler nicht anwählen? Doch, jetzt kann ich ihn anwählen. Storage. Der wäre wahrscheinlich auch durchgelaufen. Oh, jetzt hat er mich angeschossen. Jetzt kommen wieder die Fangesänge, die typischen Fangesänge. Das finde ich ganz gut. Das hört sich auch bei dem BVB ganz gut an. Da werde ich euch auch mal ein Spiel zeigen von. Und da ist es aus. Ein spannendes Spiel. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick zeigen in das, was jetzt FIFA 15 ausmachen wird und Features. Ich gehe auch gerne auf eure Wünsche ein, wenn ihr sagt, oh mein Gott, zeig mir bitte noch was anderes. Da gibt es doch noch mehr, da ist doch noch bestimmt was anderes. Oder geh mal auf bestimmte Punkte ein. Dann sagt mir gerne Bescheid. Ich werde auf diese bestimmten Punkte eingehen. Es gibt auch Ultimate Team hier wieder. Da kann man auch Ultimate Team so ein bisschen anspielen, testweise, Demo anspielen. Das können wir hier auch alles gerne machen. Sagt einfach nur ein bisschen Bescheid in den Kommentaren oder sonst wo und dann gucken wir uns das Ganze gerne auch nochmal an. Bis dahin wünsche ich euch was und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein bei FIFA 15 Demo mit eurer Amüsiertablette und dem Crunchcow. Bis dahin, ciao, ciao.